Nein, machen wir nicht. Wir suchen uns einen. Ein Anzug wäre auch geil, ne? Hey, warte mal, wie viel kostet so ein Anzug? 300. Eskalation. So, hier sind wir wieder bei Saints Row 2. Und zwar haben wir gerade die Mission erfolgreich abgeschlossen, die ihr in der letzten Folge gesehen habt, ja? Und ja. Da haben wir auch schon wieder eine neue Hut erobert und auch ein bisschen weiter in der Story gemacht. Und wir haben jetzt schon 13.000 Dollar Geld. Ich überlege gerade, ob ich darüber. Oh ja, ich bin tatsächlich da gekommen. Und jetzt überlege ich, wie ich hier runterkomme. Der einfachste Weg wäre natürlich einfach springen, aber ich glaube, das ist, Alter, wenn der bei dem Fall schon halb stirbt hier, dann ist aber schlecht. So, die Feuertreppe. Alter, was geht mit dem? Wieso ist denn der so... Naja. So, wir machen mal... Machen wir denn die nächste Mission für die Grünen? Also, ich habe mal einen Vorschlag. Wir machen erstmal dieses ganze grüne Zeug durch da. Was wir jetzt scheinbar schon gemacht haben. Hier könnte noch irgendwas sein. Ich mach mal hier einen Waypoint. Und dann fahren wir jetzt mal hin und gucken, was da so ist. Also ich wollte jetzt erstmal die ganzen grünen Missionen durchmachen, aber das scheint ja jetzt schon der Fall zu sein, wie es aussieht. Und wäre natürlich dann direkt praktisch. Hallo, ja, guten Tag. Oh, klassische Musik, ja, das ist mein Stil, Leute. Das ist echt geil, ey. Mit einem Bandenkrieg reingefahren. Klassische Musik drauf. Mit klassischer Musik ist das Leben einfacher, meine Freunde. Das Leben, es fühlt sich so lebendig an, so frei, so, als hätte man keine Probleme mehr. Die klassische Musik, sie erfüllt mich so mit Leben. Es ist einfach Wahnsinn, wie hier der Krankenwagen einfach reinfährt. Aber zurück zum Thema. Wie langweilig doch das Leben ohne klassische Musik wäre. Was wäre das Leben ohne klassische Musik? Ja, was wäre es? So, jetzt haben wir das erkundet. Das brauchen wir noch nicht. So, aber ich finde jetzt hier gar keine Mission mehr für Grün. Da hätten wir das wahrscheinlich schon geschafft. Da können wir ja jetzt mal wieder... Wir fahren jetzt mal hier hinten hin. Ne, warte mal. Wir fahren mal in diesen Store da. Und gucken jetzt mal... was es da so gibt. Und schauen mal, was wir da so machen können. Aber zurück zur klassischen Musik. Nein, komm, jetzt hör auf mit diesem Scheiß. Könnte sich die Minimap bitte mal aktualisieren? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Vielen Dank. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Folgen Sie der Straße bis über den Bahnübergang. Soll ich da jetzt... Ach, hier hoch, Mensch. Das Navi ist schlecht. Vielleicht weil es von mir ist, aber egal. Folgen Sie der Straße für 3 Kilometer. Ich glaube nicht so ganz so viel, aber ein bisschen. Ach ja, eine romantische Nachtfahrt im Wasabi-Auto. Ja. Hieß es nicht,
Wunderschön! Wunderschön! Okay, lassen wir das. Ach ja, ach hier. Alter, wir müssen ja ganz schön weit fahren, ne? Aber wir sind noch ein Stück weg. Und der Highway ist eigentlich ganz geil. Wir können ja mal ein bisschen Radau anfangen. Alter! Der ist aber sofort zurück. Visit your crypt hash. Ja, ich hab's nicht. Das soll wahrscheinlich oft zurückkommen, um Geld zu bekommen von seinen Hoods. Aber wir gehen jetzt erstmal dahin hin und gucken, was es da so für ein Store gibt. Was es da so gibt. Dann können wir uns auch mal was kaufen. Ich meine, wir haben schon 13.500 Dollar. Das müssen wir auch mal ausgeben. Oh mein Gott. Jetzt hätte ich beinahe hier jemanden angefahren. Das ist gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil da die Polizei war. Überholen auf einer einspurigen Straße. Welcher macht das nicht? Welcher Mensch? Was gibt's denn hier? Wir sind in Nob Hill, Alter. Wir sind in Nob Hill. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Noch müssen wir ein wenig durch die schöne Stadt dieser durch die schöne Nacht dieser Stadt fahren. Auch mal im Rückwärtsgang. Das war alles geplant. Der lenkt komplett anders als im Vorwärtsgang. Deswegen fahren wir wieder in den Vorwärtsgang. Oh, hier sind wir also. Oh, no motor vehicles. Daran halten wir uns natürlich selbstverständlich. Oh, geile Sprunganimation. Können wir denen irgendwie Geld geben? Watch out, Lady! Ich glaube, der ist nicht ganz so in der Position, um das zu sagen, ne? Oh, ein Feuerschlucker. Pantomime. Wenn man den haut, ist das dann. Na gut, egal. Lassen wir das. Soll nicht. Alter! So, komm her, Alter. Das gibt sowas von Rache. Oh fuck, jetzt werden wir gesucht. Nein! Das wollte ich doch alles nicht. Yikes! Oder was auch immer er gesagt hat. Ach, sorry, ich will eigentlich die ganzen. Da gar nicht umrennen, aber wir müssen uns mal unseren Style jetzt changen, Alter. Oh, hier scheint es ganz geile Kleider zu geben. Wir suchen uns jetzt mal einen geilen Hut aus. Nein, machen wir nicht. Wir suchen uns einen Anzug, wäre auch geil, ne? Hey, warte mal, wie viel kostet so ein Anzug? 300. Wie geil ist das denn? Super, den nehmen wir doch. Natürlich. So, damit verabschieden wir uns erstmal in die nächste Folge. Wie sexy ist das? Ach Gott, nein. Wie sexy. Erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao. Hauptsache, das war jetzt nicht falsch. Ansonsten war es halt irgendeine kurze Folge. Keine Ahnung, war bestimmt richtig. Nein, das ist falsch, was ich sage. Quatsch, gar nicht bis zur nächsten Folge. Ist erst 8 Minuten lang, verdammt. Ich sehe nicht mehr ganz durch. No, wir wollen noch mal. Wir schauen noch mal hier. Nein, wir bleiben natürlich in dem Anzug. Wie geil ist das denn? Die neueste Mode. Wie geil ist das denn, Alter? Und jetzt machen wir mal so, jetzt. Wie geil ist das denn? Sexy Bademoden, Leute. Sexy Bademoden. So, und damit machen wir jetzt die ganzen Jobs. Aber erstmal gehen wir was fressen.
Essen meine ich natürlich. Fast Food. Reicht zu, ein Big Mac oder The Twins oder The Fist, Alter. Wir nehmen erstmal den Big Mac. Gut. Eigentlich brauchen wir das nicht, weil wir komplett geheilt sind, aber... So, dann gehen wir mal hier in diese Mission rein und schauen mal, was wir machen können. Sit down, sit down. Yeah, you look good. Different, but good. I've been getting that a lot lately. That was true. Hey, word is you're still running with the Saints. Actually, I'm running the Saints. Oh, really? That's great. Hey, you know, I got a promotion myself. Out of the loan sharking business? Yeah, Mike and Dan decided to go be professional poker players, so I figured it was time to do bigger and better things. Like what? I've moved into films. No shit. What do you worked on? Well, let's see, Cock of Cthulhu starring D.P. Lovecrack, Bukkake High School 31 starring Abby Hammerstein, The Cable Man from Bangalore starring Anoop the Indian Hammer Shaker. Classics in our own time. Ain't that the truth? Anyway, I got a couple of flicks opening up soon and I'd like for you to run security. Porn fans are, well, porn fans. And I don't want nothing to happen to my talent, you know? I love showbiz. Alter! So, jetzt sollen wir jemand eliminieren. Jetzt dürfen wir jemanden verkloppen, wenn er Bock hat. Oh, Alter, wie wir die erstmal umgehauen haben. Bitte, das hier einfach mal. Tap F to do a quick throw into the right you are facing. Hold F to put a fan into. Okay. F. Noch auf F. Alter. Was geht denn hier? What a crank mission, Alter. Erstmal umgeknallt, Alter. Es ist einfach super. Okay, okay. Ich verstehe nicht ganz, wie das mit dem F funktioniert. Wie nice. Wie nice. Okay, da kriegt man mehr Money. Okay, cool, da kriegt man mehr Geld. Das brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Das brauchen wir jetzt auf jeden Fall, Alter. Nice. Okay, gut, wir haben genug Geld gekriegt. Alles klar, kein Problem. Oh, nice. Aber das Level ist nicht so spaßig, muss ich sagen. Deswegen. Ja. Tut mir leid, aber das macht nicht ganz so viel Spaß. Ich find's immer noch geil, dieses Ding. Oh, was können wir hier machen? Ach, hier gibt's Autos. Ah, die kosten ein bisschen zu viel, wie es aussieht. So, da klauen wir uns doch lieber in unserem geilen Anzug ein paar Autos von der Straße.
Auch wenn es dann nicht die ganz geilen Karten gibt, aber immerhin besser als nichts. Und jetzt schauen wir erstmal, wo wir hingehen können noch. Wo gibt es denn hier so ein paar lustige Missionen? Vielleicht gehen wir mal hier hin. Aber jetzt bin ich richtig mit der Folge. Nehme ich die Folge beende. Bis zum nächsten Mal erstmal. Tschüss. Ich halte sogar an für euch, dass ihr nichts verpasst. Bis dahin. Tschüss.